Frenetischer Jubel brandete am Samstagabend in der Landtagehalle in Wüsting auf, als Carmen Harms aus Edewecht in der Einzelwertung der Jakulo-Weltmeisterschaft in einem spannenden Finale die Niederländerin Sandra Stöhlhorst besiegt hatte. Volle Konzentration und starke Nerven mussten die Finalistinnen beweisen. Das Finale der Herren trugen die Niederländer unter sich aus. Dabei gab es aber auch hier eine Überraschung. 16 Jahre jung ist der neue Weltmeister Stefan Kiewiet aus Gramsbergen. Er verwies den erfahrenen Spieler Siem Oostenbrink auf Platz 2. In der Mannschaftsauswertung hatte das Team der Niederlande wieder die Nase vorn. Deutschland landete auf Platz 2, Schweden holte sich den dritten Platz. Die fast 280 Jakulo-Spieler aus 13 Ländern, darunter unter anderem auch die USA, Südkorea und Suriname in Südamerika, hatten ihren Spaß beim Turnier in Wüsting, das am Freitagvormittag mit dem Einlaufen der Mannschaften und dem Abspielen der Nationalhymnen feierlich eröffnet worden war.